mich ist Design, wie man versucht, die Umwelt angenehm zu gestalten, um sie zu verschönern, um sie vielleicht auch nützlich zu machen, um Spaß daran zu entfachen, etwas zu benutzen oder zu tragen oder etwas zu anzuwerben. Wenn man mir die Frage gestellt hätte, was ist Design für mich vor 20 Jahren, hätte ich wahrscheinlich geantwortet, die Gestaltung von Produkten. Heute würde ich die Frage, oder beantworte ich diese Frage mit, Design ist auf alle Fälle eine Alternative, ein alternatives Modell zu unserer Gesellschaft. Es ist eine, wie soll ich sagen, eine Haltung auch zu unserer Gesellschaft. Design ist, wie soll ich sagen, wir alle haben irgendwie denselben Klingelton auf unserem Handy, benutzen irgendwie dieselbe Software mit unserem Handy. Wenn wir einkaufen gehen, tragen wir Kleidung von 3, 4 Kleidungskonzernen. Wenn wir essen, kaufen wir Essen, das ganz, ganz wenigen Lebensmittelkonzernen auf der Welt gehört, kurz und gut, Globalisierung. Ja? Wir haben gar nicht so viele Alternativen. Unsere Gesellschaft wird auch nicht individueller, sondern sie wird uniformer. Design ist für mich eine fantastische Welt, wo ich mich austoben kann mit Ideen, die sozusagen einstweilen einmal frei sind. Sie sind im Grunde genommen noch nicht durch Normen und Standards eingeengt und sie werden erst dann durch die laufenden engeren Beziehungen zu dem Aufgabengebiet eingeschränkt. Ein Auto? I would say really for me, it's solving problems and making life easier for everyone or for people who really need to get an easier life. Also Design für mich ist, wenn sehr gut über Dinge nachgedacht ist, gedacht worden ist und am meisten, denke ich, man ist Design, wenn etwas vielleicht so schön geformt ist oder von den Proportionen so gewählt ist, dass es gar nicht auffällt. Also wenn das irgendwie so gut getroffen ist, dass es selbstverständlich wirkt. Das ist für mich eigentlich tolles Design. Design ist Gestaltung. Gestaltung von allem. Wo ich jetzt sehr gegen den Begriff zum Beispiel Designer, also Designergegenstände, Designerbrille, Designermode, es ist ein völliger Schwachsinn, weil auch eine Nicht-Designerbrille wurde von jemand gestaltet, sprich designt. Also es ist jegliche Gestaltung. Ich glaube, ein Designer denkt automatisch und kann gar nicht anders, als über Alternativen nachzudenken, von Dingen und Möglichkeiten, Systemen, die uns umgeben. Monopolen, die uns umgeben. Ja. Vielleicht ist der Gestalter auch der Querdenker sozusagen, ja, der die Dinge verändern möchte. Für uns ist Design mittlerweile ein großer Begriff, der sich jetzt nicht über Gestaltung ausdrückt, sondern eher wie man systematisch in einem Kontext das Ganze überlegt und die Sinnhaftigkeit darin findet. Das heißt, Design kann man auch in Systemen finden oder in Abläufen oder in urbanen Raum, wie die Netzwerke da funktionieren. Also Design ist eher eine mentale Haltung, Gegebenheiten clever zu verknüpfen. Also Design ist für mich Gestaltung. Dabei ist es aber egal, ob es um ein Möbelstück geht oder um ein neues Bildungssystem. Aber Design hat auch gewisse Herangehensweisen, die es, glaube ich, abgrenzen von anderen Disziplinen, wie eine Kultur des schnellen Prototypen. Also wir probieren aus, wir haben eine Fehlerkultur. Die Ausrichtung am Menschen, Funktion ist ein wichtiger Faktor. Auch eine systematische Herangehensweise und konkrete Produkte, konkreter Output. Design kann auch sehr emotional sein, also dass man sich in vielleicht sogar was Verstörendes verliebt oder begeistert ist, also dass ein Möbel vielleicht sogar was Irrationales hat und es spricht einfach die Emotion an und darum findet man das zum Beispiel schön. Also das ist für mich auch Design.
Aber es ist natürlich schon sehr viel haptisch, oder? Also die Hände sind schon immer das, die das irgendwie gut kontrollieren, dass man sich denkt, das ist einfach so stimmig, wie was in der Hand liegt oder wie sich das jetzt anfühlt. Das ist dann eigentlich gut oder gut überarbeitet, nachgedachtes Design. Design macht ein Produkt einfach erstrebbarer. Man wünscht sich ein Produkt, das ein schönes Design hat. Gerade in der Mode gibt es ja oft den Vorwurf, dass das Design rein formalistisch inspiriert ist, ja, und dass dem kein Konzept zugrunde liegt sozusagen. Das mag zutreffen für manche Produkte oder für manche Designer, die einfach den Anspruch haben, aber für mich ist eigentlich immer wichtig das Anliegen, was dahinter steht. Und das Schöne daran ist, dass es bringt dich dann auch dazu, zu Materialien oder zu Formen zu greifen, wo es dann nicht mehr darum geht, ob du sagst, das ist jetzt ästhetisch schön, sondern es geht eigentlich nur mehr darum, ob du sagst, ja, es ist jetzt logisch richtig in dem Prozess, und dadurch entwickelt es dann eigentlich eine neuartige Schönheit, und das kann eben sehr spannend sein bei Design. Design ist gestaltete Form, gestaltete Gebrauchsgegenstände. Wie die dann gestaltet sind, ist vollkommen wurscht, das wechselt sich eh alle 5, alle 10 Jahre ab. Da hat jede Generation ihre eigenen Vorstellungen, einmal was Funktion und Form und all das, aber das verändert sich ständig. Und wenn man nimmt, das iPhone ist schon so fad, dass man sich eigentlich nicht mehr sagen kann, wo finde ich hier eine neue Art von Formgebung. Es bleibt immer gleich.